Servus Leute und willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Ja, das Gebäude kommt irgendwie auch nicht so wirklich gut an, muss ich sagen. Bei mir, naja, auch nicht unbedingt. Ich bin nicht so ganz zufrieden damit. Und ja, die Warteschlange ist zu kurz, das ist mir durchaus bewusst. Das müssen wir vielleicht nochmal umbauen. Ich frage mich allerdings, ja gut, das wird ein bisschen dauern, schätze ich mal. Hier ist die Warteschlange vermutlich auch zu kurz. Hier kann ich sie aber nicht mehr länger machen, weil ich dabei das ganze Haus wieder umbauen müsste. Was mir übrigens auch nicht wirklich gut gefällt, aber das ist jetzt mal Nebensache. Naja gut, schauen wir mal. Wie ich das hier hinten noch gestalte, weiß ich noch nicht. Es gab den Vorschlag, dass man hier quasi den Turm so ein bisschen verkleidet mit einem weiteren Turm. Also daraus quasi so einen Turm, so einen halben Turm macht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt irgendwie Sinn macht, was ich gerade rede, aber naja. Jetzt müssen wir mal schauen, vielleicht machen wir das. Das Problem ist halt, der müsste halt ziemlich so breit sein wie das Loch hier und das ist doch ein ganz schönes Stück. Wie das dann gut aussieht, das weiß ich nicht genau, das werden wir noch irgendwie sehen. Aber das lassen wir jetzt erstmal so, ich denke wir bauen jetzt weiter. Und zwar mit einer Anregung, die kam, und zwar einen Minigolfplatz. Kam jetzt von zwei verschiedenen Leuten, glaube ich, oder es war zweimal der gleiche, der es geschrieben hat. Ich habe da irgendwie so ein bisschen ein schlechtes Gedächtnis, was sowas angeht. Und ich würde sagen, den bauen wir hier ins Eck. Weil ich jetzt nicht hier vorne, also hier an den, die Hauptachse, sage ich mal, würde ich gern so ein bisschen die Hauptattraktionen platzieren. Also sowas hier, die Achterbahn, hier in dieses Gebiet wollte ich vielleicht, Moment, ich will wahrscheinlich in diesem Gebiet entweder hier oder, ja hier hinten ist der Platz fast zu knapp wegen den Rutschen, also wahrscheinlich hier noch eine relativ große Achterbahn bauen, die dieses ganze Gebiet umfasst. Also das wird keine Theming-Achterbahn, also das wird keine mit einem großartigen Setting, sondern das wird eine Achterbahn, die quasi selbst die Attraktion ist. Das heißt, es wird ein Mega-Coaster, in Anführungszeichen, wie man die Teile gern mal nennt. Ich habe da bisher noch keine Idee. Ich denke, das werde ich spontan bauen, das Ding, ohne groß mir Gedanken drum zu machen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Aber jetzt würde ich erstmal gerne hier hinten weitermachen. Da machen wir nämlich den Bereich hier noch. Und die Lücken, die bei dem Mega-Coaster vielleicht entstehen, werden wir auch noch mit Attraktionen auffüllen. Aber hauptsächlich die spannenden Attraktionen werden sich wahrscheinlich hier an dieser Achse konzentrieren. Und dann schauen wir mal. Ich brauche mehr Mechaniker. Ja gut, das hätte ich mir auch mal überlegen können. Ich habe so viele Reinigungskräfte eingestellt, aber nie wieder irgendwelche Mechaniker seit Ewigkeiten. Ne? Sollte man wahrscheinlich mal tun. Gut. Stellen wir mal 5 neue ein. Ich meine, uns kann es ja jetzt egal sein, weil wir haben ja unendlich Geld. Können wir einstellen, wie wir wollen. Wir können auch noch ein paar Reinigungskräfte einstellen, damit unsere Parkwertung mal hochgeht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr zu, war ganz ehrlich. Das ist nett, wenn man effektiv seine Arbeitskräfte nutzen muss. Das heißt, wenn man nur begrenzt Geld hat, wenn man auf die Bilanz achten muss, kann man ja nicht 300.000 Reinigungskräfte einstellen. Da muss man dann schon schauen, dass man die effektiv aufteilt. Aber hier ist uns das eigentlich relativ egal, oder mir ist es relativ egal, weil ich ja eh unbegrenzt Geld habe. Ich könnte auch einfach 100 Reinigungskräfte einstellen, die schaffen das dann schon irgendwie in den Park sauber zu halten. Das ist nicht effizient, aber es kann uns ja egal sein, weil wir kein Geld haben, kein Geldlimit. Deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich die nächste Staffel nicht mehr im Sandbox spielen will, weil ich den Wirtschaftsaspekt mehr reinbringen möchte. Gut, die Leute kommen nicht aus dem Turm. Müssten sie aber eigentlich schon. Schauen wir mal, der Turm fährt ja. Müssten rauskommen eigentlich. Nee, irgendwie wird das Ding immer noch abgeschossen. Hä? Habe ich da... Ich habe doch den Ausgang hier... Ja, so gut, das kann natürlich sein, irgendwie. Ja, vorher hatte ich ja einfach den Weg vergessen. Aber das stimmt, die kommen wirklich nicht raus. Was ist denn da los? Das ist jetzt schon ein bisschen strange. Ich bin momentan nicht ganz fit. Die Hitze steigt mir gewissermaßen so ein bisschen zu Kopf. Ich bin nicht unbedingt der Typ, der einen allzu zuverlässigen Kreislauf hat, sagen wir es mal so. Was ist denn dann hier los? Ausgang war doch ein ganz normaler Invisible-Ausgang, der hier stehen sollte. Blockiert da irgendwas, oder? Der kommt hier irgendwie auch nicht rein. Blockiert vielleicht die Szenerie mal wieder? Es wäre jetzt ziemlich doof, aber die kommen ja theoretisch rein, oder? Irgendwie...
Nee, die kommen hier nicht raus. Die stehen seit Ewigkeiten in dem Ding drin. Also, die tun mir auch leid. Dann mache ich das mal kurz so und schaue, ob es was bringt. Es kann sein, dass die Szenerie vielleicht trotzdem blockiert, auch wenn sie eigentlich keine Kollisionsbox haben sollte. Aber dann wäre es noch ein Grund, das Haus hier wieder abzureißen. Wobei sie ohne das Ding auch okay ausschaut. Aber die kommen irgendwie immer noch nicht raus, ne? Ja, gut, ich habe hier innen drin auch noch welche. Reißen wir das einfach mal ab und schauen, vielleicht blockiert da wirklich was. Oder vielleicht sind es auch die Stahlträger. Das müssen wir da mal schauen. Weil ich will ja nicht, dass der Turm hier nicht funktioniert. Nee, irgendwas ist da verbuggt. Ich werde es mal anders machen kurz. Und setze den Ausgang mal kurz neu. Ich mache mal kurz hier einfach so den hier hin. Jetzt kommen sie zwar nicht mehr. Die kommen normalerweise schon durch, weil es ja keine Kollisionsbox hat. Nee, die kommen hier nicht raus. Ich verstehe gerade ehrlich gesagt das Problem nicht ganz. Das müsste eigentlich funktionieren. Es kann sein, dass die Szenerie da einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, das wird wahrscheinlich auch der Fall sein, schätze ich mal. Weil ich mir gerade nicht vorstellen kann, was es sonst sein soll. Dann können wir das Ding ja auch gleich abreißen, weil da macht es keinen Sinn, das hier stehen zu lassen, wenn die Eingänge so seltsam aussehen. Jetzt schauen wir mal, ob es so vielleicht klappt. Das müsste ich nur hier innen rein gerade. Das und. Ja, da komme ich jetzt ganz toll rein wieder. So vielleicht. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, das reißen wir ab. Das reißen wir ab und bauen neu. Ich weiß nur noch nicht, wann jetzt nicht, aber ihr habt schon recht, es sieht irgendwie aus wie ein Gewächshaus. Aber die kommen immer noch nicht raus. Also vielleicht muss ich auch den Turm kurz neu platzieren, dass da irgendwas verbuggt ist. Das kann sein. Den Weg wollte ich. So. Den Weg wollte ich jetzt eigentlich nicht abreißen, aber gut. Mal schauen, was da rauskommt. Gamescom ist jetzt vorbei. War einer von euch da eigentlich? Also waren bestimmt einige da. Wenn ja, dürft ihr gerne mal erzählen, wie es euch gefallen hat. Ich war dieses Jahr nicht und ich habe es auch, glaube ich, schon gesagt, ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr gehen. Außer wenn es irgendwie community-technisch einen Mehrwert hätte für mich, weil einfach zu viel los ist. Das ist ja so unheimlich groß geworden. Das habe ich ja schon gemerkt, ich war 2011 und 2013 und das war schon so ein krasser Unterschied. Ich meine, wir hatten 2011, hatten wir auch dann schon Wartezeiten, ja, aber es war alles in Ordnung. Aber 2013 war es dann echt heftig. Also da haben wir dann, einen Tag hatten wir, glaube ich, eine Stunde in der Früh überhaupt mal vor den Hallen noch gewartet, bis wir überhaupt reinkamen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch läuft. Wenn man mit dem Zug rankommt, kommt man ja von diesem Bahnhof Köln-Messe ran, glaube ich. Und da ist ja einer der Haupteingänge. Unten auf dem Gelände und der ist meistens noch mehr überfüllt, also da wartet man teilweise Ewigkeiten. Wir sind mit dem Auto reingefahren, hatten dann erstmal eine Wartezeit von gefühlt einer Stunde auf der Autobahn, weil sich das so zurückgestaut hat an den Parkplätzen der Messe. Und ja, das war auch nicht sehr schön. Und dann haben wir noch mal eine Stunde Wartezeit auf dem Dach oben in der prallen Hitze gehabt, weil die alle nur blockweise reingelassen haben. Und ja, das war auch nicht so schön. 2013 war das wesentlich besser. Ich glaube, ich muss den Turm nochmal neu platzieren. Irgendwas stimmt hier nicht. Die fahren jetzt schon seit 3 Jahren hier mit dem Turm. Ich meine, den wird ja auch irgendwann mal höchstwahrscheinlich langweilig werden, oder? Der Himmel ist wunderschön. Lasst mich raus. Ja, ich würde gerne. Auch wenn ich den schließe, kommen die nicht raus. Irgendwie ist der Turm, glaube ich, verbuggt. So, und jetzt sitzen sie da ewig drin, oder wie? Wenn ich jetzt in den Testmodus gehe, dann werden sie rausgeworfen. Okay, also der Ausgang scheint irgendwie zu funktionieren, aber dann irgendwie doch nicht. Ich baue das Ding mal neu. Jetzt muss ich nur schauen, wie hoch war das Ding und was waren die Einstellungen. Das war 82 Meter. Also bis zum 82 Meter Marke hochbauen. Und die Einstellungen. 212,4 km, 2 Runden. Okay, mal schauen, ob ich mir das merken kann. Ich bin sehr gespannt. Ja, das ist alles ein bisschen doof hier. Dann machen wir auch gleich die Warteschlangen anders, weil das ist. Da habt ihr schon recht, das ist einfach zu klein hier.
Machen wir das Ding ein bisschen größer hier mit dem Park. Park, genau. Platz, meinte ich. Es ist mir ernsthaft das Wort nicht eingefallen. Tut mir sehr leid. So, wo ist es denn, das Teil? Habe ich schon wieder dran vorbeigescrollt. Müsste doch bei F sein, oder? Bin ich gerade blöd? Heißt das Ding nicht? Da ist er. Freefall Tower. So. Hoch bis 82 Meter. Das Violett bleibt übrigens auch nicht, aber ich muss das halt irgendwie an die Szenerie anpassen. Also an die Gebäude außenrum. So, das war unsere Höhe. Die hatten wir. Gut. Dann... Wo war das? Aufwärtsstart 214 waren es, glaube ich, oder? 212,4 waren es, genau, das war's. Zwei Runden. Und dann bauen wir mal Eingang auskommen, bevor wir das Ding eröffnen. Vielleicht war auch das der Fehler. Wobei, der Eingang hat ja funktioniert. Dann bauen wir den Eingang hier hin. Den Ausgang hier drüben. Ist zwar dann nicht mehr symmetrisch mit dem Platz, aber das war auch der Sinn. Dann kann ich nämlich die Schlange so bauen. Und dann haben wir wesentlich mehr Warteplatz. Das wird ja eh dann so aufgefüllt, das passt dann schon. So. Gut, ich baue dann selbst einen Zaun, glaube ich. Deswegen machen wir den mal unsichtbar. Ja, das sieht ja... Ja gut, ich muss selber einen Zaun bauen, dann sieht das besser aus. Aber da kommt ja eh ein Gebäude außenrum. Das wird unser Panther Tower wieder. Jetzt hoffe ich, dass er funktioniert. So. Ich kann heute nicht schreiben. Gut, ich wollte eigentlich eine Minigolfanlage bauen, ne? Aber ich habe jetzt hier das erstmal lösen müssen. Ist auch klar. Okay, sie stellen sich auf jeden Fall mal an. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Das wird dann unser neuer Platz hier. Den werde ich nur noch ein bisschen schmücken, würde ich es mal nennen. Machen wir es einfach so. Machen wir einfach rechteckig. Dann sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus. Weil sonst sieht das so seltsam aus hier alles. Mit einem Umlauf von 2. Ne, machen wir 3 draus, dann sieht es... Ja, dann können wir hier vorne nicht anschließen. Scheiße. Scheiße, scheiße. Naja, kriegen wir schon alles hin. Hier gehen wir dann mit einem Dreierweg weiter, wo auch immer hin. Das wird sich noch zeigen. So, die baue ich dann kurz neu irgendwann mal. Jetzt geht auch der Ausgang. Super. Also hat sich scheinbar irgendwas da verbuggt. Entweder bei der Szenerie oder beim Bauen oder... Keine Ahnung. Irgendwas war da nicht ganz richtig. Jetzt funktioniert es ja wieder. So, falls die Folge heute später kommt, tut es mir sehr leid, weil ich die erst Nachmittag aufnehme. Mir ging es Vormittag nicht so gut, wie gesagt. Hitze und Kreislauf ist nicht gerade meins. Also verträgt sich bei mir nicht sonderlich gut. Deswegen tut es mir sehr leid, aber ich muss erstmal schauen. Wenn ich nicht aufnehmen kann, kann ich es nun mal nicht. Ich kann mich nicht zwingen dazu. Will ich auch nicht, weil es wäre Quatsch. Und das wird man merken. Es ist auch das gleiche mit Anno 2205. Ich weiß, da sind sehr viele jetzt enttäuscht, weil ich ja gesagt habe, dass es gerade sehr fraglich ist bei mir, ob ich es spielen werde. Weil bisher... Ich habe das Gameplay von Valley Gaming gesehen. Wenn ihr mal wollt, könnt ihr da vorbeischauen bei ihm. Der hat ja durfte bei Ubisoft ein bisschen was anzocken auf der Gamescom, glaube ich, oder davor irgendwann mal. Und ich muss sagen, es ist für mich einfach nichts Neues mehr. Anno, ich habe auf meinem alten Kanal ja Anno 1404, Anno 2070 bis zum Exzess gespielt im Endeffekt. Und für mich hat es einfach keinen Reiz mehr, 2205 jetzt zu spielen, weil ich einfach, ich weiß nicht, ich kann das nicht direkt ausdrücken, es ist für mich einfach kein Reiz mehr da, das Spiel zu spielen. Ich weiß nicht mal, ob ich es mir überhaupt kaufen werde, vielleicht mal irgendwann im Angebot. Keine Ahnung. Ich habe das wahrscheinlich einfach übertrieben mit Anno. Too much, quasi Überdosis. Ist halt alles doof. Es tut mir leid für die Leute, die mich von früher noch kennen und die auch Anno von mir erwarten. Aber es ist einfach für mich zu wenig Neues, dass es mich noch reizen würde. Aber gut, wir werden sehen. Vielleicht mache ich es ja doch. Ich schließe es ja auch nicht aus. Ich sage nur, dass es unwahrscheinlich ist. Gut. Zu Fluch der Karibik 5. Es wurde ja angeblich schon gedreht und kommt am 6.7.2017 raus. Es würde mich ehrlich gesagt ein wenig wundern, wenn er schon gedreht worden wäre, aber dann erst in 2 Jahren rauskommt, um ehrlich zu sein. Weil so, ich meine, Schnittzeug dauert lang, das ist mir schon klar. Aber so lang auch wieder nicht. Also ich weiß es nicht, es gibt da irgendwie nicht so eine klare Meldung.
Bei Wikipedia habe ich eigentlich nur nachgeschaut. Das ist vielleicht ein bisschen sträflich vernachlässigt, die Recherche, das ist mir schon klar. Aber ich weiß nicht genau. Es hieß irgendwie, es wird gedreht, aber ich glaube, die sind auch noch nicht fertig und nix. Also, es hieß irgendwie, dass das ganze Zeug von von Disney her nicht freigegeben ist noch und da wohl noch nicht viel passiert ist, aber scheinbar wurde doch was gemacht oder so, ich weiß es nicht genau. So, verrücktes Golf war das, glaube ich. Also es ist, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weil ich, wie gesagt, nur sehr stiefmütterlich da recherchiert habe, aber ich weiß es nicht genau. Das ist eigentlich die Message, die ich euch gerade sagen wollte. So. Wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, das machen wir tatsächlich flach, weil ich immer, also man kann auch Erhöhungen machen, aber ich habe ehrlich gesagt, wobei, ich habe eine Idee. Was man vielleicht machen könnte. Das wird jetzt nur, naja, so groß nicht. Das wird jetzt nur recht witzig, das umzusetzen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf den Film und bin gespannt, wann er rauskommt und wie er sein wird. Sehr gespannt eigentlich. Ich mochte die Flucht der Karibik-Filme schon immer, weil sie einfach einen Humor haben, der mich anspricht, weil sie sich selbst nicht ernst nehmen und das auf angenehme Weise. Es gibt ja genügend Filme, die sich versuchen selbst zu parodieren und im Endeffekt nur Bullshit rauskommt dabei, auf gut Deutsch gesagt. Parodien sind schwierig, weil es dann teilweise gern mal extrem übertrieben lächerlich wird und nicht mehr glaubwürdig. Der sieht irgendwie ein bisschen arg kantig aus, der Sehne. Sollten wir vielleicht mal ein bisschen glätten hier, auch wenn wir jetzt ein bisschen hier das Terrain außenrum zerstören. Ja, ich will ihn eigentlich nicht so tief haben. So groß wollte ich das Ding eigentlich gar nicht haben. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so geplant gewesen. Muss ich da mal ein bisschen anpassen, dass das wieder auf eine Ebene kommt und das alles ein bisschen besser aussieht. Und dann gehen wir nochmal mit dem Glättungstool drüber. Dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. Hier hätte ich gern. Das hätte ich gern so genau. Perfekt. Das passt. Weil dann wollte ich nämlich. Die Wilde Wasserburg ist auch mal wieder kaputt. Na toll, aber wenigstens ist unsere Insel jetzt inzwischen mal nicht mehr dauerhaft kaputt. Wobei es man nicht verschreien will. Gut, das Loch 1 kommt mal hinten hin. Nicht nach unten, bitte. Das baut sich übrigens genauso seltsam wie die Verbindungen bei den Badeteilen hier. Gut, Glashaus passt nicht. Eventuell Turm. Den Turm haben wir ja schon abgeschlossen. War ich schon mal in Vergnügungsparks? Ja. Allerdings nie auf Achterbahnen, weil ich mich da ehrlich gesagt nicht reintraue. Ich bin ein bisschen Schisser, was sowas angeht. Und ja, ich war im. Wo war ich? Als Kind öfter in Geiselwind, also falls das jemand kennt, ist bei Würzburg oben. Das Freizeitland Geiselwind. Und im Bayernpark, glaube ich, war ich mal. Ich weiß zwar nicht mehr mit wem, aber ich war da mal. Im Kurpfalzpark, den kennt wahrscheinlich keine Sau, der ist bei Kam hinten. Ist auch ein ziemlich kleiner, der hat fast nichts. Ist eher so ein Kinderpark. Das war's, glaube ich. Legoland war ich mal noch. Ja, aber das ist ja auch. Ja, wobei es schon ein Vergnügungspark, definitiv. Da habe ich mir noch einen Führerschein rumliegen, den ich damals da gemacht habe. Da war ich aber auch, keine Ahnung, 10, 8, 10, 9, 8, 9, 10, irgend sowas um den Dreh. Also ist schon länger her. So, das wollte ich nämlich genauso haben, dass da eine Brücke rübergeht, auch wenn sie ein bisschen groß geworden ist. Ich wollte sie eigentlich eher so, naja, ein bisschen kleiner halten, aber naja, kann man ja nicht immer wissen. Sechs Löcher gibt es, das heißt, wir sind eh bald fertig. Also wir werden uns mal so ein bisschen darum kümmern, hier wieder zurückzufahren. Fahren vor allem. Ist jetzt vielleicht ein bisschen lang, ne? Das ist auch nur so ein kleines Loch, na toll. Ja, ich hätte es vielleicht ein bisschen intelligenter lösen können. Indem ich sage. Kann ich das machen? Nee, das macht keinen Sinn. Aber ich kann das Minigolfloch 5 hier so. Naja, das ist blöd. Ich mache das mal anders. Das Loch 4 machen wir hier hin. Dann machen wir eine. Ich will es auch nicht zu groß halten hier. Dann machen wir hier eine Kehrtwende rein.
bauen das Loch 5 hier, hier hin. Ja, doch, das passt schon. Und dann können wir nämlich hier rum. Dann machen wir es hier ein bisschen enger. Dann sieht es nicht ganz so gleichförmig aus hier. Machen hier das Loch 6 hin. Na, wobei mit ein bisschen Versatz vielleicht. Dann können wir wieder zurück. Passt doch. Hier machen wir Eingang und Ausgang hin natürlich. Ach so, Moment, ich mache das besser anders. Und zwar mache ich hier noch Station hin. Weil ich gern den Eingang hier drüben hätte. Dann die Schlange hier so ranführen und hier den Ausgang. Gut, öffnen wir den Shit mal. Und dann schauen wir weiter. Szenerie und so kommt potenziell noch. Ich bin gespannt. Scheiße. Ah, das ist ungünstig. Moment. Nein, bitte nicht das Golf löschen. Ach ja, stimmt, das darf ich ja nicht machen. Entschuldigung für das komische GL gerade. Das muss ein gerades Stück werden, dann kommt der Eingang. Das wollte ich nicht. Hier. So, dann funktioniert's, dann geht's auch auf. Genau, das wollte ich. So, jetzt ist schön mittig alles und dann passt das alles wunderbar zusammen, hoffe ich. So, das Ding darf geöffnet werden. So, passt. Läuft. 21 Minuten, dann mache ich mal... Nein, noch nicht direkt einen Cut, sondern schau erstmal, was ich noch machen kann. Hier muss ich mir noch ein Theming überlegen, deswegen mache ich auch noch keine Zäune, weil die auch zum Theming passen müssen. So, ich brauche mal kurz meine Hecke. Hier weiß ich noch nicht, was da hinkommt. Da wollte ich... Na gut, da vorne habe ich ja schon ein unfertiges Essensgebäude. Hier kommt vielleicht noch was Kleines hin, mal eine Kinderbahn oder sowas. Wäre ganz nett. Hier denke ich, können wir zumachen, weil ich nicht denke, dass in diese Gegend noch irgendwas hinkommt. Ups. Auf den Weg sollte man es dann doch nicht bauen. Hier wird wahrscheinlich auch nichts mehr hinkommen. Also hier vorne kann es schon sein, aber da kann ich es ja wieder löschen. Hier hinten ist höchstwahrscheinlich auch alles dicht. Da passt ja auch nicht mehr allzu viel hin. Warum sind jetzt eigentlich die Lampen? Warum ist die Lampe aus? Ah, jetzt ist sie an. Okay, defekter Lichtsensor, eindeutig. Da denke ich, werde ich auch nichts mehr hinbauen. Wenn, dann baue ich hier noch was hin, von dieser Richtung aus. Da werde ich wohl auch hier... das deaktivieren. So, hacken wir mal ein bisschen. Ja, das sieht komisch aus. Das können wir so machen. Lassen wir den Zaun hier sogar an. Oder ich mache vielleicht einen anderen draus, dass wir hier so eine kleine Absperrung haben. Das muss zwar nicht sein, aber ich würde es gerne so machen. Hier lasse ich mal noch offen, weil da wahrscheinlich noch was hinkommt. Hier geht es noch weiter nach oben dann später, beziehungsweise von hier aus halt. Aber da will ich auch gerne eine Querverbindung reinziehen. Je nachdem, was hier hinkommt. Okay. Sieht doch ganz nett aus bisher eigentlich. Ich bin zufrieden. Ihr dürft auch gerne eure Meinung sagen, wenn es euch nicht gefällt. Das glaube ich, habe ich aber auch schon 300 Mal erwähnt. Insofern, irgendwann ist es auch mal gut. Ich habe doch hier so irgendwo... die da. Aber es sieht so ein bisschen orientalisch aus, ne? Ist auch nicht so attraktiv. Oh Gott, nee. Das ist Grusel-Setting, das ist Western-Setting, das ist Baustelle, das ist ebenfalls Baustelle, das ist der normale Zaun, das ist... was ist denn das? Scheinbar irgendein Mod-Zaun. Das sieht aus wie ein Sichtschutz im Garten. Das sieht irgendwie nach Industriegebäude aus. Das sieht kacke aus. Das ist Setting. Zu modern und sieht im Doppelten auch kacke aus. Ich bin gerade ein bisschen wählerisch, tut mir leid. Bug, Bug. Noch mehr Bug, noch viel mehr Bug. Könntest du ein Labyrinth daraus bauen? Industrie. Ich glaube, das sieht fast... wo war es denn jetzt? Das am besten aus, oder? Ich meine, das kann man machen, aber das ist halt so wuchtig. Das wäre halt ein bisschen eleganter. Ja, kann man machen, so als Absperrdinger. Ich meine, es sieht jetzt auch nicht wirklich gut aus. Aber...
Oder. Das ist der Park inzwischen groß geworden. Wir nehmen die hier. Das würde auch gehen. Da machen wir es manuell. Es würde gehen und das machen wir auch. So, unsichtbarer Zaun. Jetzt hoffe ich nur, dass ich das überhaupt da dran setzen kann. Aber ich denke schon, weil das dürfte ja keine Kollisionsbox haben. Ich habe nur schon wieder vergessen, wo das Ding war. Ich glaube, hier, ne? Genau, Railing Low. Nehmen wir das. Und zwar in welcher Farbe? Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir wieder weiß wie vorhin. Können wir eigentlich nehmen. Wir müssen ja eh nur die zwei Teile hier abgrenzen. Der Rest ist ja relativ egal, weil da ist ja die Hecke. Ja, doch, das passt besser, glaube ich. Das kann man lassen. Pathway Edge Brick. Aha. Cool. Da kann man... Ah, ja. Kann man die so ein bisschen abgrenzen. Ist auch nett. Das könnte man als Sockel nehmen. Doch, das sieht besser aus mit Sockel. Dann steht es nicht so in der Gegend rum. Das können wir vorne auch machen. Das können wir vorne auch machen. Moment. Doch, das sieht wesentlich besser aus, wie wenn es so in der Gegend rumsteht eigentlich. So, perfekt. Also es gibt schon echt coole Sets auch. Und echt coole Sachen, die man damit machen kann. So. Das war's aber jetzt für die Folge. Nächste Folge kümmern wir uns hier mal um Theming. Hier muss ich mir noch überlegen, was wir da machen. Ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben, wenn ihr einen Vorschlag habt hier. Ich bin immer dankbar für Vorschläge, weil ich teilweise einfach unkreativ bin. Und ja, ich weiß, dass das Violett hier nicht passt. Das macht man dann weiß. Entschuldigung, meine Stimme ist gerade ein bisschen am Abkacken. Gut, ich würde sagen, man sieht sich übermorgen in der nächsten Folge. Und bis dahin, Servus.